Hola, liebe Harry-Community, hier ist nochmal der Klaus mit einem kleinen Nachtrag zum ersten Video. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist wirklich fast menschenleer am Strand. Das zur Mittagszeit, was natürlich auch dem Wind geschuldet ist. Also es ist schon ein ziemlich starker, böiger Wind, der zwischendurch immer mal wieder aufkommt und hier auch den Sand dann durch die Gegend treibt, sodass man sich hier eigentlich kaum in Ruhe hinlegen kann. Also es ist heute nicht der perfekte Tag für ein Sonnenbad am Strand. Da ist man hinterher geteert und gefedert. Aber ich denke, das kennt jeder Gran Canaria-Fan. Solche Tage gibt es ja auch immer mal wieder und ja, trotz allem.